So, und es ist mal wieder herrliches Wetter und da ist es natürlich an der Zeit, mal wieder das Liegerad hervorzuholen. Natürlich geht es immer noch darum, den Akku mal leer zu fahren. Also er wurde seit der letzten Fahrt auch nicht nachgeladen. Der Kilometerstand wurde nicht genullt. Wir sind jetzt bei 32,5 Kilometer. Der Akku hat sich wieder eingependelt bei 39,6, 39,7. Ja, aber heute geht es auch nicht nur um den Akku, sondern ich habe noch eine andere kleine Neuerung am Liegerad. Und zwar habe ich hier vorne dem Mittelmotor einen Spider verpasst, einen Adapter, wo ich jetzt auch zwei Ritzel fahren kann. Hier am äußeren habe ich ein etwas größeres aufgezogen als das Originale. Das Original waren 44. Hier haben wir jetzt eins mit 48 Zähnen. Und hier hinten drin versteckt sich ein kleines 32er. Ja, warum das Ganze? Ganz einfach. Im Normalbetrieb mit dem 44er Ritzel kam ich super klar. Also wenn ich Solo fahre, war das ideal. Ich kam alle Berge hoch, auf der Geraden war es schnell genug. Alles gut. Aber jetzt kommt das Aber mit dem Fahrradwohnwagen. Der Fahrradwohnwagen hier in der Gegend, ja, das ist halt nochmal so eine andere Nummer, wenn du hier hinter dem Teil nochmal deine 70, 80 oder 90 Kilo hinterhängen hast, je nachdem, was man so mitnimmt. Und ja, wenn es dann in die Berge geht, dann hat man da doch schon ganz schön zu kämpfen. Und da habe ich mir manches Mal eine bessere Übersetzung gewünscht. Ja, und darum jetzt das Ganze mit den zwei Ritzeln vorne. Ist zwar jetzt nicht mehr so komfortabel, wie es mal ursprünglich gedacht war. Also ich habe hier ja das Umwerferrohr vorne dran. Aber das ist ja zweckentfremdet, seit ich den Mittelmotor da drin habe. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich mir da wieder einen Umwerfer dran mache, weil eigentlich soll jetzt dieses 32er Ritzel da vorne ja nur für den Fall der Fälle sein, wenn man wirklich ins Bergige geht, wenn es richtig, ja, wenn es richtig ans Eingemachte geht, dann soll das kleine Ritzel vorne kommen und ja, dann lege ich das halt einmal per Hand um. Das ist auch kein Beinbruch. Viel schwieriger wird es so mit der Kettenlänge, die abzustimmen, weil man kann jetzt schon sehen, ich habe jetzt hinten das große, vorne das große und dann sehen wir schon, dass das Schaltwerk ja schon ziemlich in die Länge gezogen wird. Naja, und den umgekehrten Fall haben wir dann, wenn ich vorne das kleine und hinten das ganz kleine, ja, dann haben wir wiederum, dass die Kette schon wieder zu lang ist. Also da bin ich halt noch am Experimentieren mit wie viel Zähne vorne und hinten. Also das muss ich alles noch ausprobieren. Wichtig für mich ist heute nur erstmal zu erfahren, mit dem kleinen Ritzel vorne und dem großen hinten, also der leichteste Gang, ja, wie fühlt sich das denn überhaupt an? Bringt mir das auch richtig was? Und das will ich heute einfach mal ausprobieren, bevor ich hier jetzt anfange, ja, mit anderen Ritzeln zu arbeiten oder die Kettenlänge zu verändern und. Jetzt will ich erstmal wissen, wie fühlt sich das so an, auch mit dem großen Ritzel vorne, der schnelle Gang also. Ja, was für ein Tempo hat man da jetzt mit drauf, wie läuft das Ganze? Das will ich jetzt erstmal ausprobieren. Ja, dann wollen wir doch jetzt mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Also, jetzt haben wir erstmal das große Ritzel vorne drauf. Schalten einmal durch. Ja, das geht wunderbar. Das Durchschalten, das ist schon mal wunderbar. Jetzt gucken wir doch mal, was wir da an Tempo drauf kriegen. Können wir jetzt normales Treten machen. Naja, und für normal halte ich das hier. Alles andere wäre schon bald zu schnell. Also 36, 37 km/h. Naja, das ist doch gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir ein bisschen Steigung. Jetzt schalten wir wieder zurück. Ja, und auch das geht wunderbar. Hey, kann man schön vor- und zurückschalten, hoch und runter. Alles gut. Ich hatte da erst so ein bisschen Angst, wenn der Adapter da sitzt, dass, ja, weil die Kettenführung ist ja etwas anders dann. Aber nö, läuft wunderbar. Das funktioniert schon mal. Naja, und wie ich schon sagte, Solo war das ja auch nie ein Thema. Da hat das vorher das 44er
auch gut funktioniert. Die Geschwindigkeit reicht da auch. Hauptsächlich geht es mir halt jetzt um das kleine Ritzel. Dass, wenn man dann wirklich mal wieder in den Schwarzwald fährt mit dem Fahrradwohnwagen, ja, dass man da so ein bisschen eine bessere Übersetzung noch hat, um die Berge da zu erklimmen. Das werden wir hier gleich schon mal solo testen. Ja, solo ist ja immer in Anführungsstrichen, ne? Es sind ja immerhin 25 Kilo Akku hinten auf dem Gepäckträger. Also ganz so ohne Gewicht ist man ja doch nicht unterwegs. Aber ich glaube, mir fällt gerade ein, ich habe gar keine Handschuhe eingepackt. Ich wollte mir doch jetzt immer Handschuhe dann einpacken, um das Ritzel zu wechseln vorne. Also die Kette umzulegen. Na, das hat doch schon mal geklappt. Naja, da müssen halt jetzt hier meine guten Fahrradhandschuhe herhalten. Wobei, die haben auch schon so manches mitgemacht. Das wird die jetzt auch nicht umbringen. Immer noch besser, als sich die Hände einzusauen. So. So, das Ganze einmal umgelegt. So, und jetzt sehen wir auch schon die Problematik hinten am Schaltwerk. Also ich bin jetzt hinten auf dem größten angehalten. Naja gut, fast auf dem größten, der war noch nicht ganz rum. Also größte Ritzel, vorne kleinste. Und jetzt sehen wir schon, steht das Schaltwerk ja schon gerade. Und jetzt ist ja klar, wenn ich jetzt in die schwereren Gänge gehe, dann kommt das Schaltwerk nach hinten. Und da werde ich in die unteren drei bis vier Ritzel gar nicht hinkommen. Aber darum soll es ja jetzt auch erstmal nicht gehen. Ich will jetzt nur mal wissen, wie leicht ist denn dieser Gang jetzt? Ach, aber bevor ich gleich den Berg erklimme, noch einmal hier die Sonne jetzt gerade genießen. Also heute ist wieder richtig herrlich. Die letzten Wolken, die verziehen sich jetzt und so in der Sonne, ja, richtig angenehm warm. Also, ja, frühlingshaft warm, kann man so sagen. Wenn man bedenkt, gestern war es wieder nur am Regnen, hat nur irgendwie 8 Grad oder so. Und das hier, das fühlt sich schon richtig gut an. Es geht also langsam bergauf. Also mit dem Wetter. Und ja, wir jetzt gleich auch. Mit uns geht es jetzt auch gleich bergauf. So, einmal Platz genommen in dem Gefährt. Ja, bin richtig gespannt jetzt, was das jetzt wohl bringt. Achso, Motor wieder an. Stimmt. Den hatte ich lieber ausgemacht beim Kette rüberlegen. Nicht, dass da mal irgendwie der Motor mit einmal anschiebt. Wäre nicht so gesund, glaube ich. Okay, dann eiern wir mal los. Oh Gott, das ist ja gar nichts mehr. Okay. Ja, den machen wir jetzt mal ganz aus, den Motor. Weil der geht ja nur ins Leere jetzt. Ach du Scheiße. Okay, dann wechseln wir mal hinten den Gang. Gucken, wie weit wir kommen. Ich denke mal 3, 4 sollten gefahrlos gehen. Aber selbst da... Ja, was habe ich jetzt für eine Geschwindigkeit? 13. Ah, bei dem Gang merke ich, höre ich hinten schon. Ja. Nee, da muss ich wieder einen zurück. Also bei dem Gang war dann jetzt wirklich schon, dass das Schaltwerk ja, sich auf die Kette quasi legt. Aber gut. Wie gesagt, der ist ja auch nicht gedacht jetzt, der Gang, um hier Strecke zu machen, sondern der soll ja nur dafür sein, wenn es mal wirklich in die Berge geht. Und ich werde jetzt gleich einfach mal probieren, den einen Berg, den wir eben runtergefahren sind, den werde ich jetzt einfach mal ja, erstmal ohne Motor antesten, da hochzufahren. Und wie gesagt, man darf ja die 25 Kilo Akku nicht vergessen, ne? Das ist ja auch schon mal was. Noch mal gucken, wie das kleine Ritzel überhaupt schaltet. Auch so unter Last jetzt. Oh, das ist aber... Doch, das ist sogar sehr gut. Das hätte ich nicht mal gedacht, ohne großartig was nachzustellen. Na gut, dann gehen wir es mal an. Also, das ist jetzt das Äußerste in dem kleinen Gang.
19, 20. Ja, da ist aber auch genug. Sonst kommt man ja schon ins Pendeln mit dem Treten. Also 18, 19 kann man gut treten. Mehr aber auch nicht. So, aber jetzt kommt das, worum es geht. Und hier steigt es schon. Ja, und von alleine geht es trotzdem nicht. Aber das ist schon ein ordentlicher Unterschied. Wie gesagt, ihr könnt ja sehen, oder könnt das sehen, Motor ist ja aus. Weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann auf der Kamera oder ob es spiegelt. Ja, mit stolzen 8 km/h. Aber der Hammer kommt da jetzt erst noch. Da zieht es jetzt noch mal richtig an. Da gerade hoch. Aber ich habe auch noch einen Gang oder zwei. Na toll, der leichteste will nicht reingehen. Ah, warum das denn jetzt nicht? Nee, dann lassen wir das. Nicht, dass die Kette gleich rutscht. Puh! Das ist hart. Aber kurz vorm Herzinfarkt. Aber. Jawohl. Gemeistert. Na toll, jetzt ist der Kleinste reingegangen. Du Sauhund, jetzt ist er hinten drauf gegangen. Und das Ritzel bringt natürlich noch mal richtig was. Naja, egal. So, da haben wir noch mal die Straße, die wir gekommen sind. Und ja, ich weiß, im Video wirkt das nicht so. Aber das geht hier ganz schön kernig hoch. Wer die Mikrocamper-Videos verfolgt hat, der kann auch sehen, dass an dieser Stelle muss ich immer in die Untersetzung rein mit dem Camper. Sonst wäre da nichts gegangen. Ja, das ist zwar noch kein Hochschwarzwald von der Steigung, aber immerhin gibt mir das schon mal so ein bisschen Aufschluss über das Ganze. Auf jeden Fall gefällt mir das schon mal richtig gut. Also ich habe ja die Referenz. Ich weiß ja, wie das sonst immer war, wenn ich diesen Berg hier hochgefahren bin. Und für mich macht das auf jeden Fall schon mal richtig was aus. Schade ist halt, ja, dass wenn man jetzt mal in die Berge kommt und dann wird es mal kurzzeitig ein bisschen flacher, müsste man quasi schon wieder das Ritzel umlegen vorne. Das ist dann doch ein bisschen doof per Hand, ne? Muss ich mal überlegen, ob ich doch mal nochmal auf den Umwerfer gehe. Aber ja, das wird nicht hinhauen, weil ich ja vorne auch, wenn man hier mal guckt, da habe ich ja auch die ganzen Aufnahmen hier für die Front, für die Scheibe. Gut, hier Tacho und das Ganze können wir alles woanders hin machen, aber hauptsächlich habe ich ja hier den Halter der Scheibe. Ich weiß noch nicht, ob es, ja, das dann wirklich wert ist. Muss ich mal sehen, das muss die Zeit zeigen. Weil nochmal, ich rede ja von Extremsituationen, wo mich das Ganze retten soll. Ich werde da vorne ja nicht hin und her schalten wie ein Irren. Dafür brauche ich es nicht. Ich hatte halt nur seit der letzten Hochschwarzwald-Tour, weiß nicht, ob er wer die verfolgt hat von euch, wo ich dann auch mal auf diese Rodelbahn da kam und wo mich Komoot mitten durch den Wald geschickt hat. Ja, das war schon hart an der Grenze. Das war wirklich schon hart an der Grenze für mich. Motor, Material, egal. Und da habe ich mir gesagt, nee, zur nächsten Saison musste da mal was ausprobieren. Ja, und das sind halt jetzt die ersten Experimente. Und darum muss ich jetzt mal schauen, ob sich das überhaupt lohnt, dass ich sage, komm, ich verändere auch die Kette und dass das alles, dass auch jeder Gang geht. Ich glaube bald nein, weil zu 98% wird vorne das große Ritzel für mich ausreichen, gerade weil man Motorunterstützung hat. So, und für die restlichen 2% brauche ich halt dann das kleine, lege da um, ja, und dann brauche ich hinten natürlich auch nicht die kleineren Ritzel, also die schnelleren Gänge, sondern auch nur die leichten. Ja, aber auch das wird natürlich erst die Zeit wieder zeigen. Das ist immer so, ne? Man baut was, man probiert und ja, toll, und kann aber sein, bei der nächsten Tour kann das Ganze schon wieder ganz anders aussehen, weil da vielleicht wieder Sachen auftauchen, wo man sagt, oh nee, ist im Durchschnitt doch nicht so gut. Aber so jetzt erstmal vom Denken, glaube ich, werde ich das erstmal alles einfach so lassen, vielleicht noch sehen,
dass halt das kleine Ritzel vorne auch mit dem größten hinten arbeitet, weil dafür ist es ja hauptsächlich da. Da fehlt ja vielleicht nur mal ein bisschen nachstellen, dann springt das da aber auch drauf. Wir haben es ja jetzt gesehen, jetzt zu guter Letzt wollte es ja dann doch drauf. Es rattert ein bisschen, das heißt, er schiebt die Kette nicht weit genug drauf. Das ist, ja, mit dem Schraubenzieher vielleicht eine Achtelumdrehung oder sowas. Und dann sollte das vielleicht schon gegessen sein. Aber eins muss ich ja immer wieder sagen, ne? Hut ab vor den Leuten, die wirklich komplett in die Berge sowas auch ohne Motor fahren. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich meine, das hat ja nicht nur was mit Faulheit zu tun, also nicht nur. Ja, da gehört schon ein bisschen was dazu, je nach Berge natürlich. So ein nacktes Liegerad, ja, das geht ja alles noch. Wenn es eine anständige Schaltung hat, dann geht das alles noch. Aber sobald man dann Gepäck halt dabei hat oder einen Fahrradwohnwagen hinter, und dann gibt es ja immer noch die Leute, die wirklich ohne Motor fahren. Und da muss ich sagen, Respekt, wirklich. Weil ich merke ja jetzt selber auch, was zum Beispiel, ich sage ja oft, dass ich immer wenig Watt möglichst aus dem Motor hole, um selber noch genug zu tun. Aber selbst wenn ich hier auf Stufe 1 oder 2 fahre und da kommen vielleicht nur 70 Watt, 80 Watt, es ist Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist. Allein jetzt an so einem Berg zum Beispiel, ob du da jetzt diese 70 Watt vom Motor noch dazu kriegst oder nicht. Also das ist ein Wahnsinn, wirklich, das sollte man gar nicht glauben. Naja, aber wie dem auch sei, so kann ja auch jeder für seine Bedürfnisse sich sein System zusammenstellen, entweder ganz ohne Motor oder mit Motor, mit wenig Unterstützung, mit Motor, mit viel Unterstützung, jeder wie er mag. Für mich ist halt ganz drauf verzichten, möchte ich nicht. Ich bin absoluter E-Bike-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde das einfach genial. Was ich wahrscheinlich nie machen werde, ist sich draufsetzen, volle Lotte an, auf höchste Stufe und dann das gehen und dann nur so tun, als ob man tritt. Das werde ich nie tun. Aber ich freue mich doch jedes Mal, wenn ein extremer Berg kommt und vor allen Dingen, wenn man dann einen Anhänger im Schlepptau hat oder so, dass man da doch ein bisschen Unterstützung hat. So, jetzt habe ich mich mal meines Pullis entledigt. Doch wärmer als gedacht. Und jetzt gehen wir hier vorne. Gehen wir jetzt mal wieder auf das große Ritzel. Also das Wechseln der Kette sollte ich mir aber mal abgewöhnen, dass der hinten auf dem großen steht. Weil das ist dann doch ein bisschen knappe. So. Und jetzt sollte eigentlich schon nach einer Kurbelbewegung das Ganze da reinflutschen. Genau. So, den Tacho jetzt aber auf jeden Fall wieder an. Aber auch ein bisschen den Motor, denn es geht ja nebenbei auch immer noch um den Akku, ne? Denn den wollen wir ja auch mal leer bekommen. Aber ich muss jetzt unbedingt mal sehen, dass ich mir meinen ganzen Tag mal frei halte, um eine schöne Liegeradtour zu machen. Ich kriege ja keine Kilometer so zusammen. Immer nur hier ein Test, da ein Test. Das sind dann immer nur 5 Kilometer, 7 Kilometer. Aber ja, da kommt ja nichts zusammen. Unbedingt muss ich jetzt mal die Zeit finden, mal einen ganzen Tag auf Achse zu gehen. Ob jetzt mit Fahrradwohnwagen oder solo, das ist erstmal egal. Eigentlich erstmal solo. Damit der Akku auch mal runtergefahren wird, Mensch. Und vor allen Dingen, ihr sollt ja auch mal wieder was zu sehen kriegen. Nicht immer nur das Gleiche. Mal wieder ein schönes Ausflugsziel aussuchen. Aber im letzten Jahr waren ja ein paar schöne Sachen dabei. Und ja, darum auch der große Akku. Dieses Jahr habe ich eigentlich vor, ja, auch mal ein bisschen weiter zu fahren. Ein paar Ausflugsziele außerhalb meiner Region mal anzufahren mit dem Liegerad. Naja, und darum die ganzen Experimente im Moment. Der ein oder andere von euch wartet ja schon mal drauf, dass man sich mal persönlich kennenlernen kann. Und ja, vielleicht verbinde ich dann das eine mit dem anderen, sprich eine größere Tour mit einem Besuch bei dem einen oder anderen Abonnenten. Das wäre doch auch was. Dürft ihr mich auf einen Kaffee einladen? Ah ne, Kaffee trinke ich ja nicht. Na dann irgendein Kaltgetränk. Auch gut.
Ja, aber wie gesagt, erstmal muss dann das Ganze hier jetzt mal auf Herz und Nieren getestet werden. Auf einer größeren Ausfahrt, so eine schöne Tagesetappe. Und dann sieht man weiter. Und dann, ja, gibt es ja noch die Baustelle Mikrocamper, wo ich im Moment so gar keine richtige Lust drauf habe, wenn ich ehrlich bin. Bin da so enttäuscht von dem Teil. Aber ja, wissen will ich es natürlich auch und ich will ja auch wieder, dass es läuft. Aber die Zeit ist eh begrenzt bei mir und diese begrenzte Zeit, wenn ich dann immer überlege, so wie heute, legst du dich jetzt da in Dreck unter diese Elektrokiste oder nimmst das Liegerad und fährst eine Runde? Ja, sorry, da entscheide ich mich dann halt fürs Liegerad. Dann dauert das halt mit dem E-Mobil dann noch einen Tag länger oder zwei oder drei. Ist mir auch egal, ich mache mich nicht krumm für dieses Ding. Denn hey, man ist auch nicht mehr der Jüngste. Man muss seine Zeit auch sinnvoll einteilen. Und irgendwo liegen kann ich später noch genug. Naja, lassen wir das mal lieber. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich weiß, mal bei manchen von euch, da brennt es wirklich. Da ihr wollt das unbedingt wissen, was es nun ist. Ich ja auch. Ist ja nicht so, dass ich das nicht wissen will. Aber wie gesagt, wenn die Zeit begrenzt ist, dann möchte man, so wie jetzt, auch den Sonnenschein, so die ersten Tage des nahenden Frühlings, sage ich jetzt mal, ja, möchte man die halt auch mal genießen, ne? Tja, aber Thema Sonnenschein, was tut sich da denn so auf? Das soll mal bloß wegbleiben. So, hier vor mir, da liegt jetzt auch der richtige Berg. Donnerwetter. Na, dann gucken wir mal. Bleib aber trotzdem auf dem großen Ritzel. Hab ja diesmal Motorunterstützung. Schauen wir mal. Auf geht's. Puh, und direkt steht man. Alter. Junge. Na, das war machbar. Jetzt wird's aber noch mal etwas krasser. Aber ich konzentriere mich mal einfach nicht auf den Berg, sondern auf diese schöne Landschaft. Ist das nicht herrlich? So irgendwie nichts. Außer grün. Boah, und ein Berg. Junge, jetzt zieht's aber an. Boah, bei sowas merkt man jetzt doch das größere Ritzel. Einen haben wir noch. Ja, und das meine ich halt mit Fahrradwohnwagen. Solche Sachen. Da muss dann das kleine Ritzel ran. Ja, aber egal, wie die Gegend auch fordert, es ist halt immer wieder schön, ne? Dann musst du halt mal ein bisschen strampeln, die Berge hoch. Aber schon kriegst du sowas hier. Und ich liebe das.
Ja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt in einem Video, dass der Feldberg noch Schnee hat. Hier erkennt man jetzt besser. Ja, ich sehe nur meinen Finger nicht, wo der jetzt hinzeigt. Irgendwo da. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann oder auf dem Monitor jetzt. Da den Hügel mit Schnee noch oben drauf. Ja, das ist auf jeden Fall der Feldberg. Ja, das macht auf jeden Fall wieder richtig Laune mit dem Liegerad. Und jetzt mit dem zweiten Ritzel. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee. So für die Notfälle, sage ich mal. Ja, mit dem Akku keine Frage. Das ist richtig, richtig geil. Ja, man merkt das Gewicht. Also, dass mir der Gepäckträger zusammenbricht, da habe ich jetzt nicht so die Bange. Ja, bricht mir das Hinterrad zusammen, habe ich auch nicht so die Bange. Muss mir mein Bruder halt ein neues bauen. Aber ja, wie gesagt, du merkst es halt schon. Du kannst halt nicht mehr so rumballern, ja, wie man das vorher konnte. Aber das sehe ich dann wieder so, wenn ich da einen Anhänger mit bei habe, halt den Fahrradwohnwagen oder was auch immer, dann baller ich damit sowieso nicht. Und jetzt Solo, das ist ja jetzt wirklich nur, ja, erstmal zum Ausprobieren. Solo, da wird mir dann auch reichen. Ich habe zu Hause ja noch einen 17 Ampere Akku. Das reicht mir, wenn ich hier in der Gegend rumkurve. Da komme ich auch etliche Kilometer weit. Das sind ja jetzt alles so ein paar Gehversuche, ja, in Hinblick halt aufs Frühjahr, Sommer, wenn ich dann mal rausfahren will. Das, was ich eigentlich halt mit dem Mikrocamper, mit dem Elektroteil geplant hatte, ja, muss ich jetzt halt irgendwie überswitchen aufs Liegerad mit Fahrradwohnwagen. Weg will ich auf jeden Fall mal so ein paar Tage. Aber wie gesagt, mit dem Mikrocamper, da ist mir wirklich, ja, die Laune leider vergangen. Leider, sage ich aus dem Grund, weil, ja, das mit der Kabine, das ist ja schon echt geil geworden. Also da liegst du gut drin, da hast du alles drin, was du brauchst. Das ist schon eine feine Sache. Und vor allen Dingen wäre ja auch mal ein Abenteuer, ne? Mit so einer kleinen Elektrosemmel da sowas mal in Angriff nehmen. Aber wie ich schon mal in vorausgegangenen Videos sagte, jetzt, wo jetzt immer wieder was kam, immer wieder, und du nicht mal ein paar hundert Kilometer am Stück damit schaffst, ohne dass was passiert, da ist das erstmal, für mich ist das erstmal vom Tisch. Ja, ich werde hier in der Gegend, werde ich es dann weiterhin ausprobieren und meine Tages- oder Nachmittagstouren, wie auch immer, machen, um Kilometer zu sammeln. Aber ich sehe halt im Moment nicht diese große Fahrt, die ich damit mal vorhatte. Sehr schade, wirklich sehr, sehr schade. Weil aushalten kannst du es in dem Ding, keine Frage. Ja, aber warten wir das Ganze mal ab. Erstmal gucken. Erstmal muss das Teil ja sowieso wieder laufen. Gucken, wann ich da jetzt die Tage beikomme, dann den Controller ausprobieren. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, dass es eine große Tour mit dem Ding, zumindest in den nächsten Wochen, das auf jeden Fall nicht. Vielleicht, ja, vielleicht ist es ja so. Vielleicht läuft das Ding dann den ganzen Sommer durch und man sammelt so ein paar hundert Kilometer und es zeigt sich, dass das Ding dann doch stabil läuft, dann kann es ja sein, dass ich zum Spätsommer oder in Herbst rein dann wirklich nochmal damit losziehe. Aber so erstmal, da müsst ihr Verständnis für haben. Da ist mir die Lust echt dran vergangen. Naja, aber Gott sei Dank, wie ich immer sage, habe ich ja Auswahl. Und ja, mit dem Teil hier bin ich ja auch super gerne unterwegs. Das ist gar keine Frage. Die Sonne gibt uns Freude. Ja, da ist was dran, ne? Die Sonne gibt uns immer Freude. Na los, dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich bereue es nicht, wenn ich jetzt da in den Wald fahre. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hey, ich dachte, ich wäre schon ganz oben. Boah. Alter. Na los, ab in den Wald. Sauen wir uns mal ein bisschen ein. Hoffentlich nicht zu sehr. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed.
Und wenn ich jetzt nicht eben schon ein Päuschen gemacht hätte, wäre das natürlich ein schöner Fleck, ne? Da könnte man sich auch hinsetzen. Und vor allen Dingen, hört mal. Hört ihr das? Ja, genau, nichts. Nur die Natur. Ist das nicht herrlich? Gut, außer im Hintergrund so ein leichtes Rauschen von so einem dummen Flugzeug. Aber sonst. Aber das sind genau die Orte, wo man den Kopf wieder freikriegen kann. Wo man nicht an die knapp 5000 Euro denken muss, die man versenkt hat für dieses Elektrovehikel. Oh. Junge, hier haben sie aber Holz rausgeholt, wa? Aber immerhin alles wieder neu gepflanzt. Das ist ja schon mal was. Allerdings, wenn wir bedenken, wie viele Jahre das braucht. Junge, Junge, das wird immer wilder hier. Und das ist halt immer das Problem, wenn du den Schildern so nachfährst, also Fahrradwege, wenn du mit einem Fahrradwohnwagen unterwegs bist. Weil ich habe eben noch so gedacht, ach Mensch, so idyllisch, da konntest du auch schön mit dem Fahrradwohnwagen langfahren, weil ich ja jetzt zuletzt immer, wenn ich nach Komoot oder so fahre, dass ich Rennrad eingebe, damit ich möglichst nicht auf solchen Sachen hier lande. Aber eben dachte ich so, ach Mensch, dafür verpasst man dann auch wieder die schönsten Ecken. Ja, aber wenn du sowas dann hier wieder siehst, wo es so steil runter geht und Schotter und ja, das ist dann nicht so ohne mit so einem Anhänger dahinter. Gut, das hier ging jetzt eigentlich noch. Das sah jetzt eher schlimmer aus, als es ist. Ich glaube, nachdem ich da bei der Schwarzwaldtour auf dieser Rodelbahn gelandet bin, mit Fahrradwohnwagen und da dann runter, ich glaube, ja, da kann mich so schnell jetzt auch nichts mehr erschrecken, wenn ich mal ehrlich bin. Was nur so richtig übel ist, sind auch solche Sachen wie hier. Du hast so losen Split, Kies, wie auch immer. Und ja, wenn du jetzt den Anhänger noch dahinter hast, dann dreht ganz gerne das Hinterrad dann auch mal durch. Dann verlierst du den Grip. Weil selbst wenn du und der Motor und wie auch immer, wenn da noch Power wäre, ja, bringt dir dann alles nichts mehr, wenn du das irgendwie nicht auf den Boden kriegst, die Kraft. So, hier hätte ich zumindest schon mal wieder Asphalt. Wo will ich denn jetzt hin? Na los, machen wir noch einen kleinen Bogen, dass wenigstens ein paar Kilometer zusammenkommen. Hier durch den Wald kam mir jetzt wieder nichts zusammen. Da vergeht die Zeit und man eiert da rum. Aber Meters kommen da nicht. Dann machen wir hier mal eine kleine Abfahrt jetzt auf Asphalt. Das ist doch auch schön. Ja, hier wäre jetzt gut, wenn man den Akku nicht drauf hätte, weil hier könnte man jetzt richtig gehen lassen. Aber wie gesagt, mit diesem schweren Teil da hinten drauf, ja, gehe ich das lieber langsamer an. Just this surprise is you. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be.
Laune, hier lang zu fahren. Allerdings darf man nicht vergessen, alles, was man jetzt so schön, ja, so leicht berg runterfährt, muss man später auch wieder rauf. Aber erstmal egal, erstmal genießen. So, jetzt wird's richtig hart. Ich hab's ja noch gesagt, alles, was man runter muss, muss man wieder rauf. Und kein Ende in Sicht. Spätestens jetzt fragt man sich, war es der Spaß wert für das bisschen Abfahrt eben? Weil das hätte ich mir auch sparen können. Aber naja. Na los, jetzt sieht es nochmal richtig. Aber ein paar Meter noch. Dann ist es geschafft. Jawohl, gleich ist es geschafft. Tja, und der Akku nach 55,9 Kilometern sieht immer noch gut aus. 39,1 Volt. Eben dachte ich schon, na, knickt er jetzt mal ein bisschen ein. Aber das war halt nur am Berg, wo er ziehen musste. Und ja, jetzt hat er sich wieder eingependelt bei 39,1. Er überlegt noch, ob 39,1 oder 39,2. Das habe ich mir jetzt trotzdem verdient. Praktisch, eine kleine Theke hat man auch immer dabei. Sehr gut. Ja, mit dem Mountainbike würde ich jetzt eigentlich da hochfahren, an den Wald, beziehungsweise nicht an den Wald, sondern in den Wald rein und dann quer rüber würde ich nach Hause kommen. Aber ja, mit dem Liegerad, den Wald spare ich mir, weil der ist ein bisschen ruppiger als der eben. Und darum werde ich jetzt einfach weiter hier, ja, die Landstraße fahren und dann nachher auf dem Fahrradweg und dann den Bogen nach Hause. Okay, dann mal die letzten Meter nach Hause machen. Ich weiß gar nicht, so jetzt mit dem Bogen und dann über den Fahrradweg. Ich denke mal, na ja, 5 Kilometer, 6 Kilometer, die sind es aber bestimmt noch. Na, das sieht doch auch mal schick aus, so mit dem Lichtspiel über den Hügeln da. Schön, schön. Ja, so, das war sie, die kleine Testrunde heute. Sind ja doch noch ein paar Meter zusammengekommen, hätte ich gar nicht gedacht. Erst dachte ich, ich teste nur, ob das Ding schaltet und wie es am Berg ist. Aber auch irgendwie hatte ich dann doch Bock, weiterzufahren. Ja, wie sieht es auf unserem Tacho aus? 39,3 Volt und 61,3 Kilometer. Hatten wir nicht irgendwie vor 5 Kilometern 39,2? Naja. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, das sieht alles sehr gut aus. Ja, Investition mit dem Ritzel, also mit dem Spider und dem Doppelritzel jetzt vorne, hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ja, in gewissen Situationen werde ich das bestimmt mal brauchen. Na, und die nächste Probefahrt findet dann natürlich mit Fahrradwohnwagen statt. Und dann werde ich auch mal sehen, dass ich wieder ein bisschen, ja, so wie heute eigentlich, ne, so querbeet und auch schön Hügel fahren, Berge fahren und ja, mal gucken, wie das dann funktioniert. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Mir bleibt wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.